Polish Beer Friday, heute nicht nur mit einem sehr speziellen Bier, sondern auch mit einer sehr speziellen Ankündigung. Worum es dabei geht, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Polish Beer Friday, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere aus meinem Lieblingsbierland Polen. Und da habe ich heute ein Bier von einer Brauerei, die quasi dafür verantwortlich ist, dass ich mit dem polnischen Biervirus infiziert bin. Es geht, und das könnt ihr unschwer an der gelb-schwarzen Farbe erkennen, um Browar Stumostów aus Breslau. Und ich habe es jetzt mal wieder richtig ausgesprochen. Browar Stumostów. Und das ist tatsächlich eine der Brauereien, die so in zweiter Welle den Craftbeer-Markt in Polen richtig aufgerollt hat. Da gab es ja so die erste mit Pinta allen vorne dran, so El Browar, die so wirklich die First Mover waren. Und dann gab es eben die zweite Welle, das muss so 2015 muss das gewesen sein, die da an den Start gegangen sind und dann so auf dieses Fundament aufgebaut haben. Und jetzt möglicherweise auch diejenigen sind, die so an der Stelle sitzen, um so quasi ihren Stempel auf die Szene aufzudrücken. Die ersten haben den ersten Schritt gemacht und sind jetzt auch richtig schön groß. Und Browar Stumostów sind so, wie gesagt, in der zweiten Linie und engagieren sich wahnsinnig auch für die Bierkultur in Polen. Und das nicht nur mit polnischen Bieren, sondern auch mit internationalen Bieren. Und da haben sie vor 2 Jahren, glaube ich, die Biergeek Madness in Breslau übernommen. Für mich eines der geilsten internationalen Bierfestivals, die Europa zu bieten hat. Da kommen, ich glaube, 30, 40 Brauereien von der ganzen Welt und bringen an 2 Abenden jeweils 4 Biere mit. Die wechseln dann, also es gibt immer 2 Biere und einmal am Abend wird gewechselt und am nächsten Tag gibt es wieder was anderes. Also keine Biere, die sich wiederholen, keine Biere, die es die ganze Zeit gibt. Und da sind wirklich richtig, richtig geile Namen dabei. Und ich kann euch das nur empfehlen, schaut mal vorbei auf biergeekmadness.pl oder kommt, das müsst ihr mal selber rausfinden, habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt. Aber Biergeek Madness kann man sich, glaube ich, merken und das wird Google einen dann auch hinführen. Und ich werde nochmal schauen, dass ich mit Greg, dem Gründer, Eigentümer und halt auch Mastermind hinter der Biergeek Madness, nochmal werde ein Gespräch machen können, wo wir euch dann nochmal so informieren, was passiert denn da, weil an diesem Wochenende ist echt viel los. Es ist der 12. und 13. April und an dem Wochenende ist Craft Beer Fest in Wien, da ist Craft Beer Fest in Prag und eben halt auch Biergeek Madness in Breslau und ich glaube, es sind noch 2 andere Festivals, also da ist einiges los. Und warum ich tatsächlich am Samstag nach dem Craft Beer Fest vom Freitag in Wien nach Breslau reise, um zumindest einen Tag da zu erleben. Das werden wir euch dann gemeinsam vermitteln, weil beim letzten Mal war es so richtig geil. Ich war beide Tage da, geht dieses Jahr leider nicht, aber da muss ich sagen, das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Heute ein Bier und auch das steht so ein bisschen für die Brauerei, das Plum Death, die Pflaumentiefen, wenn ich das so richtig übersetze. Das steht auch wie kein zweites für das, was in Polen passiert. Es ist ein klassischer, für mich sehr mit Polen beheimateter Stil, das Baltic Porter. Und auf der anderen Seite dann die Zugabe von geräucherten Pflaumen. Und das ist für mich dann einfach sowas, wo ich sage, da hat sich jemand richtig was bei gedacht. Das sind so richtig geile, kreative Biere und einen an sich schon sehr fordernden und spannenden Bierstil wie ein Baltic Porter mit geräucherten Pflaumen dann noch so ein bisschen ja zu pimpen, das finde ich dann schon extrem geil. Die technischen Daten sind natürlich auch sehr ja entsprechend. 9 Volumenprozent Alkohol, 25 Grad Plato auf der Stammwürzeseite, jetzt habe ich es, ist Ewigkeiten gelagert worden. Also man lässt diesem Bier halt richtig Zeit, da kommen richtige Meisterwerke raus. Und dann, und das muss man fairerweise auch sagen, das Ganze zu einem sehr, sehr schmalen Preis. Und deswegen bestelle ich auch so gerne in Polen, weil es einfach sich definitiv lohnt. Das habe ich jetzt hier auch vom Versand von Browar Stumostów, Piwne Mosty, bekommen. Und das ist, finde ich, dann so alle halbe, dreiviertel Jahr definitiv mal eine Reise wert. Zumindest ein Päckchenbestellung. Jetzt schaue ich noch schnell, ob ich irgendwas vergessen habe. Es ist Malz und Weizen drin, also Gerstenmalz und Weizenmalz. Und ja, das war es dann hier auch schon an der Informationsfront. Bis 2026 ist dieses Bier übrigens haltbar. Und das hier, das neue Logo von Browar Stumostów, war jetzt schon ein bisschen
häufiger drauf, aber die Kronkorken, die haben sie, glaube ich, jetzt neu. Hab den jetzt, glaube ich, so in der Form noch nicht gesehen. Die 100 steht natürlich nicht für das Bestehen der Brauerei, sondern Stumostow 100 Brücken, weil Breslau einfach die Stadt der 100 Brücken genannt wird. Und wenn ihr mal da gewesen seid, wisst ihr auch warum. So, dann ab dafür ins Glas. Und da trifft jetzt gerade Beer Geek Madness auf Craft Beer Fest Wien, sehe ich. Ja. Wer sagt, dass Porte nur so leicht dunkel sind, bräunlich, also das ist mal so tiefschwarz, würde ich sagen. Ein fingerbreiter, hellbrauner Schaum und schaut mal, was der für eine herrliche Gardine hier am Glas zieht. Also schöne, feine, cremige Kohlensäure, die dann auch zu dem entsprechenden Schaum führt. Schauen wir, was die Nase sagt. Also auf der Beschreibung der Website steht, sie haben die volle Range von Karamell, Schoko und Röstmalzen. Das macht sich in der Nase jetzt noch nicht so bemerkbar. Es ist dunkles Malz auf jeden Fall, ja. Schokolade und so eine leichte rauchige Note. Ich vermisse gerade so ein bisschen die Pflaumen. Ich bin ein riesen Pflaumenfan. Letztes Jahr ist gerade draußen im Garten ein Pflaumenbaum gepflanzt. Der wird hoffentlich heuer zum ersten Mal Obst tragen. Aber das werde ich so essen und, oder zum Kuchen verarbeiten, aber nicht in Bier rein. Aber jetzt hätte ich hier gerne ein bisschen Pflaume drin, aber in der Nase habe ich es eher nicht. Na gut, sehr zum Wohl. Cheers. Total unerwartet. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war so eine leichte rauchige Note. Das war so ein bisschen so aschig, rauchig. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Dann eine leichte Säure. Auch die für mich jetzt so als erster Eindruck völlig unerwartet, weil es sollte ja eigentlich so die Röstnoten reinkommen und sowas. Und dann arbeitet sich sofort, und da bin ich jetzt tatsächlich sehr froh, so eine fruchtige, pflaumige Note rein. Erst dann kommen Karamell, dann kommt ein bisschen Schokolade, dann kommt das dunkle Malz. Das Ganze super weich. Man merkt tatsächlich dieses Weizenmalz, da muss die Schüttung relativ hoch sein beim Weizenmalz. Also, dass man das so in diesen ganzen Aromen auch so vom Mundgefühl her merkt, wie weich und kräftig und auch kräftig von der Viskosität her das Ganze reinkommt. Und 9 Volumensprozent, auch über den Alkohol sollten wir reden, merkt man überhaupt nicht. Aber, und das fand ich jetzt gerade sehr spannend, so ein bisschen größeren Schluck gemacht. Und ja, du denkst so, aha, okay. Mhm. Und auf einmal kommt so eine, wie so eine warme Welle nochmal zurück in den Mund und wärmt dann. Ja, das muss vom Alkohol kommen. Aber keinerlei Schärfe, keinerlei irgendwie alkoholische Noten, die da drin sind. Also, da muss ich sagen, Chapeau. Und jetzt auch wieder so retronasal, also von unten nochmal nach dem Schlucken, merke ich, wie auf einmal so rauchige Noten nochmal zurückkommen. Und richtig, richtig cool. Also das ist so ein Bier, da muss man wirklich auf der Couch sitzen. Und das werde ich wahrscheinlich auch nachher mit dem Bier hier machen. Aber da passiert einfach unheimlich viel. So mit einem selber, ja. Also dieses Rauchige, was eben nochmal zurückkommen ist, dieser Wärme, der Schub vom Alkohol, extrem geil. Also vielleicht sind das genau diese, jetzt verstehe ich ja gerade auch den Namen. Das ist diese Tiefe, die aus der Pflaume kommt. Gar nicht schlecht. Super balanciert, super weich und das Ganze natürlich mit einem richtig, richtig kräftigen, vollen Körper. Eine sehr dezente Kohlensäure, auch das passt natürlich perfekt und wenig überraschend von der Textur her. Gar nicht so. Ja, es ist weich, es ist aber nicht so cremig, dafür mit einer schönen Öligkeit, die nicht zuletzt natürlich auch vom Alkohol getragen wird. Und dann geht es hinten in den Nachtrunk. Und der lebt jetzt immer mehr von dieser pflaumigen Fruchtigkeit. Und da kommt dann so eine Schokoglasur oben drüber, so Bitterschokolade, leichte Röstaromatik, nur so eine dezente Kaffeenote, diese rauchige Aschennote. Ist nur noch ganz unterschwellig da, dunkles Malz auf jeden Fall
Und ja, der Alkohol, der wärmt zunehmend und macht richtig, richtig Spaß. Also ich bin kein Fan von hochprozentigen Bieren, aber wenn es so gemacht ist, dass dann einfach das Ganze eine Geschichte erzählt und einfach so Berg- und Talbahn ist, da passiert immer was anderes. Du musst eigentlich dich vollkommen auf das Bier konzentrieren, weil immer irgendwas passiert, dann finde ich das sein Geld wert. Schade, dass es nur eine 0,33er Flasche ist. Die kann man natürlich mit jemand anders teilen, aber 0,33, das ist gerade mal genug für mich und davon möchte ich dann auch nichts abgeben. Dann würde ich sagen, mache ich meine Wertung für Plum Death und da soll ich mal ganz tief in die Pflaumenkiste greifen und Punkte rausholen. Und wie ihr habt es vielleicht schon gesehen, die Begeisterung ist doch relativ groß bei mir und deshalb gibt es für das Bier 5 von 5 möglichen Punkten für das Plum Death, die tiefen Pflaumen aus Breslau. Und wenn ihr noch nicht vorhabt im April und vielleicht weder in die Nähe von Wien kommt, noch in die Nähe von Prag, dann überlegt doch mal Beer Geek Madness, ob das nicht was für euch wäre. Wir würden uns auf jeden Fall am Samstag sehen, da bin ich auch da. Und wenn ihr da seid, dann schreibt mir gerne mal hier unter das Video, beziehungsweise wenn ihr mich auf dem Festival seht. Ich weiß ja nicht, wie ihr ausseht, ihr wisst leider, wie ich aussehe oder ihr müsst mich ertragen, dann klopft mir doch mal auf die Schulter. Letztes Jahr haben wir da eine relativ große Runde zusammengekriegt und ich bin alleine da. Insofern wird das dann ganz lustig werden an dem Abend. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Sag danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen am Supermarkt Samstag mit dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.